Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Cult of the Lamb. So, einmal aus Spielen drücken und dann neuer Spielstand. Neue Spieleinstellungen. Verbessere deine Spielerfahrung mit optionalen Modifikatoren. Schnellstart ermöglicht mir, die Einführungs- und Tutorial-Abschnitte zu überspringen. Nee, die wollen wir ja. Endgültiger Totenmodus. Oh Gott, den wollen wir definitiv nicht. Nicht so oft, wie ich hier auf die Fresse krieg. Und Buße-Modus. Erlebe die Survival-Elemente des Buße-Modus. Du musst essen und schlafen, um zu überleben. Kann nicht abgeschaltet werden und der Schwierigkeitsgrad lässt sich nicht ändern. Nein, danke zu allem drei. Normales Spiel, bitte. Gelobt sei das Lamm, Wegbereiter großer Macht und verheißener Befreier von jenem, der wartet. Nimm dich in Acht, Opferlamm, denn die Krone kann nur auf einem Kopfe sitzen. Na gut, dann nehme ich mich in Acht. Ach, ich mag die Ladesequenzen hier. Vor allem gehen die so schön schnell. Oh, da sind wir, das kleine gefesselte Lamm, das ganz, ganz betröppelt aussieht. So, und wir müssen... Gibt nicht viele Möglichkeiten für uns, wir müssen hier lang. Ein Spiel von Massive Monster. Wissen wir das jetzt auch? Und der Publisher war Devolver Digital. Oder Digital. Je nachdem. Und oh je, was passiert jetzt mit mir? Niederknien, um geopfert zu werden. Ich will nicht, ich kämpf lieber. Na gut. Wenn er so unfreundlich reagiert, dann knien wir uns halt hin. Vor uns sehen wir den letzten seiner Art. Alle anderen haben wir gejagt und hingerichtet. Mit diesem letzten Opfer wird es unmöglich sein, dass sie die Prophezeiung erfüllt. Der Ketzer, der da unten in Ketten liegt, wird zu ewiger Gefangenschaft verdammt sein. Und der alte... ich habe die Stimme vergessen. Und der alte Glauben wird erhalten bleiben. Ich mache einfach random Stimmen jetzt, die mir so in den Kopf kommen. Nein, nicht ab mit der Lammrübe. Nein. Mist. Oh. Ich glaube, wir sind in den Himmel gekommen. Sieht nicht so himmlisch aus. Alles voller Ketten hier. Und da zappelt ja noch ein Gefesselter. Ja, was denn los? Warum so unfreundlich? Komm näher. Fürchte dich nicht, denn obwohl du bereits tot bist, habe ich noch Verwendung für dich. Diese törichten Bischöfe dachten, sie könnten dich im Tode von mir fernhalten. Stattdessen haben sie dich direkt zu mir geschickt. Ich schenke dir erneut Leben, aber das hat seinen Preis. Alles, was ich von dir verlange, ist ein Kult in meinem Namen zu gründen. Sind wir im Geschäft? Ja oder unbedingt. Weise Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Nimm die rote Krone, die ich einst trug. Mit ihr wird dir die Loyalität deiner Anhänger sicher sein und du wirst Angst in den Herzen unserer Gegner schüren. Na, das will ich doch. Kehre in das Land der Lebenden zurück, gründe einen Kult in meinem Namen und beginne damit, Anhänger zu rekrutieren. Sobald das vollbracht ist, wirst du mich wiedersehen und jetzt geh. Na gut, dann gehen wir jetzt mal. Aber zuerst nehmen wir die schöne Krone damit. Hui. Na, die passt doch wie angegossen. Ah, da freue ich mich. Ich habe jetzt Superpower. Ich kann zumindest Leute mit meinem lammfrommen Charisma von mir überzeugen. Und ich habe ein Schwert. Sehr schön. Angriff. Und wir können auch ausweichen. Ah, das macht Spaß. Komm, lasst uns noch die Kerzen hier vernichten. Dann können die kein neues Ritual machen. So, hier waren doch auch noch so Pappenheimer, die auf die Fresse wollen. Nein, nicht mich. Nicht mich pieksen mit dem Teil. Das ist doch spitz. So. Okay, nächste Ebene annehmen.
Was haben wir hier? Fürchte dich nicht, ich bin Ratau. Ich war einst ein auferwähltes Gefäß wie du, aber diese Tage sind bereits lange Geschichte. Ich wurde ausgesandt, um dir den Weg zu weisen. Wir befinden uns tief in den Ländern des alten Glaubens und stecken in großer Gefahr. Meine Anweisungen lauten, dich in Sicherheit zu bringen. Geh weiter durch den Wald, der Ausweg liegt vor dir. Ich werde in der Nähe sein. Na gut, dann wollen wir mal zum Ausgang, aber nicht bevor wir hier alles kaputt geklöppelt haben. Okay, können weiter. Oh nein, Feinde. Ich mach doch Ausweichrollen so schnell ich kann. Komm schon. Ja, und eine schöne Truhe mit einem Goldstückchen. Ich dachte, ich bin das Goldstückchen hier. Anscheinend nicht. Eine Währung, die für alles Mögliche verwendet wird. Ja, das kennen wir aus der realen Welt. Wir wissen, wie Münzen funktioniert. Wie Münzen funktionieren. Na, ganz schön viele von euch Kriechwürmern hier. Weg mit euch. Hab doch extra letztes Wochenende beim Obi Schneckenschutz gekauft. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Rechts oder links, ich gehe mal rechts rum. Monsterraum, okay. Also kein richtiger Monsterraum, die gibt's auch. Aber hier gibt's nichts außer Monster. Ein weiteres Goldstückchen. Wieso haben wir denn jetzt schon drei? Ich dachte, 1 plus 1 ergibt 2. Na egal. Hab ich vielleicht noch eine aufgehoben, ohne dass es mir aufgefallen ist? Oh. Geht weg, ihr Kultisten. Mein Kult ist eh der bessere, den ich jetzt gleich gründen werde. Her damit. So. Schön draufklöppeln. Das ist so befriedigend. Und weiter geht's. Drei Goldstückchen. Haben unser Netwert verdoppelt. Ist das nicht schön? Und hier will jemand, glaub, gerettet werden. Ja, das sieht zumindest nicht gut aus. Wir sind fast in Sicherheit, aber schau da vorne. Eine weitere arme Seele, die gleich geopfert wird. Rette ihn und es bleibt ihm keine Wahl, als seinem neuen Kult beizutreten. Oh, ihr mächtigen Bischöfe des alten Glaubens, wir bitten euch, das Opfer dieser erbärmlichen Seele anzunehmen. Hey, wer wagt es, unser Ritual zu unterbrechen und den heiligen Boden zu besudeln? Ich. Ich mach das. Ich wage es. Vermeide es, Schaden zu nehmen. Ja. Danke, das ist... Das ist mal ein Tipp ins Spielen. Das ist normalerweise zwar meine Strategie, aber das läuft leider nicht immer so gut. Alle befreit, alle tot? Nee, da ist ja noch einer. Ein Wurm aus der Hölle. So, du hast jetzt keine Wahl, wurde mir gesagt. Einmal retten. Und runter mit dir. Anhänger wartet auf Indoktrination. Das ist schön. Ist wie bei mir daheim. So. Ein Fragezeichen. Wir sind in Sicherheit. Das hast du gut gemacht. Die rote Krone ermöglicht es dir, die Markierung am Boden zu verwenden, um große Entfernung zurückzubewegen. Du wirst zu einem verfallenen Tempel transportiert. Dort wirst du deinen neuen Kult gründen können. Ich sehe dich dort. Na gut. Boah, die Stimme geht aber auf die Mikrofonbefeuchtung. Das geht leider nicht ohne Sabber darauf, obwohl das geht auf den Popfilter. So, alle Ungläubigen geläutert. So muss das auch sein. Fortsetzen. So, und dann sehen wir, glaube ich, zum ersten Mal unsere Kultstätte. Ja. Da sind wir glücklich. Wähle einen Schwierigkeitsgrad aus. Keine Sorge, du kannst den Schwierigkeitsgrad jederzeit wechseln. Extra schwer brauche ich nicht. Schwer, nee. Mittel ist sogar vom Entwickler empfohlen. Dann nehmen wir doch das. Dieser geheiligte Boden, der einst der meine war, gehört nun dir. Diese verfallene Ruine wird die Stätte deines neuen Kults. Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen mit der Indoktrination dieser Armseele in die warme Umarmung seines Kults.
Anhänger können Ressourcen für dich sammeln. Befiehl diesem da, Holz oder Stein zu sammeln. Okay, das kriege ich noch hin. Oh. Ran an die Indoktrinationsschrauben. Für den Kult indoktrinieren. Poppy, bitte verschone mich. Natürlich. Form auswählen könnte man machen. Ich mag's aber... Ich habe viele Formen freigeschalten. Ich mag aber, dass er die Form hat, die er halt hat. Die wird nicht gewürfelt. Eigenschaften. Todesangst. Verliere -5 Glauben, wenn ein weiterer Anhänger stirbt. Geborener Skeptiker. Verliere mit der Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben. Erzeugt Hingabe 15% langsamer, weil er ungläubig ist. So ein Arsch. Egal. Das Beste, was wir im Moment kriegen können, also nehmen wir ihn, da ist er glücklich. Bäume fällen. Viel Spaß damit. Durch deine Hand wird unser Kult sehr mächtig werden. Was heißt unser Kult? Aber deine Anhänger leben nicht vom Gebet allein. Sie müssen essen. Sammle die benötigten Ressourcen und entfache ein Kochfeuer. Damit kannst du Mahlzeiten für deine Anhänger zubereiten. Ja, das klingt gut. Wir müssen Holz und Steine sammeln. Erstmal schön Holz hacken. Hack, hack, hack. So, das funktioniert doch wunderbar. Gleichzeitig wird hier der Kultboden ein bisschen bereinigt, aufgeräumt. Wollt nicht gesäubert sagen. So. Aufgeräumt war das richtige Wort. So. Ja, ich hack doch. Ich hack so schnell ich kann. So. Das sollte wohl reichen. Jetzt brauche ich ein Kochfeuer. Wo platziere ich das? Ich würde mal sagen, erstmal so links irgendwie. Ah, da ist was im Weg. Lass mich das kurz hier auch noch vom Boden aufsammeln. Ja, das mache ich gut. So ein Bärenbusch, den wollen wir auch. Dann haben wir viel, viel Platz, das Teil zu platzieren. So. Auf ein neues. Das gefällt mir hier doch schon viel besser. So. Muss ich das jetzt selber bauen? Nee, da kommt einer zur Hilfe. Ich hab's trotzdem geschafft. Nahrung. Deine Anhänger müssen Nahrung zu sich nehmen und es liegt an dir, sie mit Mahlzeiten zu versorgen. Der Hunger deines Kults wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Wert zu weit sinkt, fangen deine Anhänger an zu hungern. Besorge auf Kreuzzügen etwas zu essen für sie. Wähle Routen durch Orte, die zur Nahrungssuche geeignet sind. Baue Farmen, um deine eigene Nahrung anzubauen. Samen können gekauft oder auf Kreuzzügen gefunden werden. Na gut, wissen wir Bescheid. Jetzt müssen wir eine Mahlzeit kochen. Ein Glück habe ich Beeren aufgesammelt. Schlichte Schüssel Beeren. Ja, das kriegt man hin. Kochen. Ja, und da ist die Mahlzeit. Jetzt müssen wir einen Freien errichten, aber zuerst benötigen wir mehr Anhänger und mehr Gold. Beides lässt sich bei Kreuzzügen in den Ländern des alten Glaubens finden. Unser gemeinsamer Wohltäter, jener, der wartet, wurde von den 4 Bischöfen des alten Glaubens gefangen. Jeder von ihnen bewacht eine Kette, die ihn an das jenseitige Reich bindet. Wir haben Zugänge zu ihren Reichen beschworen. Es ist seine Aufgabe, sie aufzuspüren und abzuslachten, damit er befreit werden kann. Das sagt er aber sehr glücklich. Jetzt geh, du wirst für Gold und willige Anhänger finden und jene, die nicht willig sind, kannst du gewaltsam konvertieren. Das mache ich immer mit meinen PDFs. Gewaltsam ein Word-Dokument rauskonvertieren. Glaubt nicht, dass mir dieser Skill hier was bringt. So, nochmal ein bisschen hier für freien Boden suchen. Hunger sieht gut aus, hat hier gerade erst gefressen. So, dann wollen wir, nachdem das Holz hier schön weg ist, mal sehen, was hier denn so schön leuchtet. Ist das nur der Baum? Das kann natürlich auch sein. Bäume müssen auch schön leuchten, dafür sind sie da. Na gut, dann wollen wir mal zu einem ersten Kreuzzug aufbrechen. Sieht ja gruselig aus hier mit den roten Augen.
Ich glaube, das ist dann das Erste, wo wir hin müssen. Na gut. Spiel ist nicht gerade subtil. Düsterholz. Tür öffnen. Dafür braucht man ein Follower. Ui. Da vibriert mein Controller aber ordentlich. Na also, ein Glück haben wir den ersten Follower schon mal gehabt. Anhänger meine ich natürlich. So. Boah. Ging noch aushaltbar schnell das Laden. Das muss ich nicht skippen. Klinge des Kreuzfahrers 1. Eine gut ausbalancierte Klinge, die moderaten Schaden verursacht. Schaden 1,2. Ich glaube, die ist noch nicht so gut. Nein, das hätte ich doch lesen können. Egal, beim nächsten Mal. Vögel droppen Fleisch. Immer her damit. Na gut. Dann einmal weiter. Da sind aber ganz viele von euch. Und Eichhörnchen. Eichhörnchen. Eichhörnchen hat auch ein Häppchen gedroppt. Ist das nicht schön? Beim Wegrennen habe ich gesehen, wie es das Häppchen hat fallen lassen. Hier hängen Monde und Sterne. Sterne. Monde und Sterne an der Decke. Wer bist denn du, Kollege? Klauneck. Gelobt sei das Lamm, Wegbereiter großer Macht und verheißener Befreier von jenem, der wartet. So haben es mir die Karten einst gesagt, vor vielen Lebzeiten. Oder wird das erst noch geschehen? Keine Ahnung, ich bin verwirrt. Ich habe immer deine Karten gezogen, Lamm, und doch ist dies die erste. Nimm diese Karten und ich werde bei jedem unserer Treffen eine weitere ziehen. Wenn sie von mir gezogen werden, gewähren sie der Macht. Die liebenden 1 plus ein Herz und Hasenpfote erhöht die Chance, bessere Truhen zu spawnen. Ich nehme die Truhen. Ich bin ja so lootgeil in allen Spielen, das nehme ich auch hier. Dein Kartenstapel entscheidet dein Schicksal. Du findest auf deinen Kreuzzügen womöglich weitere und ich werde daraus ziehen. Sieh ihn dir jetzt an. Ja, ein paar Karten sind ja schon da. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Okay, schöner Kartenstapel. Alles ist, wie es sein sollte. Wie es immer war, wie es immer sein wird. Okidoki, ciao. So, mehr kann der uns in diesem Moment nicht bringen. Karte haben wir schon gezogen. Nein, ich stehe auf einer Falle. Fledermäuse. Ich will nicht zu Batman werden, indem ich Angst vor Fledermäusen bekomme. So, was haben wir hier? Ein blaues Herz. Zumindest ein halbes blaues Herz. Noch ein Eichhörnchen. Ich brauche das Fleisch. Ich brauche das Häppchen. Mensch, meine Eichhörnchen-Schlagfähigkeiten ist es entkommen. Lassen echt zu wünschen übrig. So, Gold ist doch genau das, was ich brauchte. Und weiter geht's. Mosaikboden. Perfekt gelegte Muster. Fahrtelemente. Her damit. Sehr schön. So, einen Raum haben wir laut Karte noch nicht entdeckt. Ich würde den auch mal für sich sein lassen. So, was können wir dann? Hier ist, glaubt, ein Händler. Und hier gibt's Nahrung. Ich würde sagen, Nahrung ist wichtiger. Wenn uns das Spiel schon darauf hinweist. Kann ich die einfach töten? Ja! Kann die Bäume einfach, die Beerenbüsche einfach hauen und dann lassen sie ihre gelobten Beeren auffallen. Und hier gibt es noch ein bisschen Vögel und Eichhörnchen. Komm schon. Ja, ein Häppchen für Papa. Her damit. Gut, ich glaube, wir haben alles, was wir hier erreichen können. Dann wird es wohl Zeit für einen kleinen Bosskampf. Nein, nicht wegfliegen. Ich brauche das Fleisch. Na gut. Weiter geht's. Nein, nicht schon wieder ihr Kultisten. Kommt lieber in meinen Kult. Wir haben Kekse. Wir haben zumindest Bärenschüsseln. Das muss reichen. Noch ein halbes blaues Herz. Nein, ich will den Vogel. Ah, ich habe zwar einen Vogel, aber den habe ich nicht bekommen. Ich glaube, einer reicht auch. Komm schon. Ja. Oh, was passiert jetzt? Hallo? Ich kann
kann das sein? Du hast die Klinge gespürt, Lamm. Genau wie alle deiner Art. Und trotzdem stehst du hier vor mir und zeigst keine Reue. Die Krone, seine Macht, könnte es sein? Ei, ich bin doch immer stärker. Gib Fersengeld, kleines Lamm. Nee, kein Fersengeld. Stand da Fersengeld? Das Wort kenne ich gar nicht. Na egal. Kann man im Deutschen ja machen. Schon. Verschwindibus doch endlich. Kriege ich keine Truhe dafür? Oh, das sieht nach Bosskampf aus. Oh, jeder kriegt hier aufs Maul. Hallo? Bis hierher und nicht weiter. Kleines Lamm, meine Anhänger sind bereit, alles für mich zu tun. Kannst du dasselbe von deinen behaupten? Natürlich. Ich... Also, der hat eine andere Stimme. Amdusias, ich opfere mich der Sache, o mächtiger Anführer. Beim Blut der Großen, zerstöre die rote Krone. Nein, das bin doch ich. Oh, meine Stimme. Sieht der hässlich aus. Was ist denn mit dir los, Kollege? Schön in Ruhe lassen. Au, au, au. Ich bin doch empfindlich am Rücken. Ich bin doch empfindlich am Rücken. Schön ausweichen, 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 draufhauen. Nein, blaues Herz ist schon weg. Und die Hälfte von dem normalen auch. Hör mal auf mit den... Ah, du bist fast down. Na gut, dann kann ich ja mal ein bisschen in die Offensive mehr gehen. Naja, auch nicht so. Na gut, das hat's gebracht. Ja, da staunst du was. Komm doch in meinen Kult, viel besser. Bitte, verschone mich. Natürlich. Bekehre mich zu deinem Kult. Ich werde deinen Lehren treu folgen. Ja, mein Kult ist eh besser. Wirst bestimmt gut behandelt werden, da bin ich mir fast sicher. 26 Goldklumpen. Nö. 15 Bären, schon besser. Eine Anhängerform können wir wählen. Ein Hähnchen. Sehr schön, gefällt mir. So. Irgendwas hier noch zum Kaputtmachen sieht nicht danach aus. Und... 1 von 4, so wie das aussieht. Na gut, können wir nicht weitergehen im Moment. Dann gehen wir einmal zum Kult zurück. Ketzer besiegt. Und die Ungläubigen wurden wieder geläutert. Da sehen wir, wie lange wir gebraucht haben, was wir so bekommen haben. Das sieht doch schön aus. Das sieht doch wunderbar aus. Und da sind wir ja wieder. Na gut, gleich mal den zweiten Anhänger hier für uns gewinnen. Ich bin erleichtert zu sehen, dass du sicher zurückgekehrt bist. Und zudem bist du nicht allein. Du hast noch jemanden überzeugt, sich unserer gläubigen Herde anzuschließen. Lass uns diese neuen Bekehrten indoktrinieren, damit wir weitermachen können. Na, auf jeden Fall. Hey, du warst doch gerade noch gelb. Wieso bist du jetzt grün? Und was hast du da für einen Mist auf dem Kopf? Bekehre mich zu deinem Kult. Ich werde deinen Lehren treu folgen. Erscheinungsbild. Form wählen. Okay, Farbe könnte ich wählen. Aber das Hühnchen wäre total süß. Und was haben wir hier noch? Ein Goldfisch. Obwohl kein Goldfisch, irgendeine andere Art von Fisch. Sieht goldig aus auf jeden Fall. Ein Elch. Eine Biene. Schildkröte. Ach, die sehen alle klasse aus. Und hier haben wir viele noch nicht freigeschalten. Das sind die Standardformen. Und da unten... Ach komm, nehmen wir das Hühnchen. Ausnahmsweise mal. Ja. Da ist er glücklich. Holz bitte. Anhänger werden entweder arbeiten oder dich anbeten. Betende Anhänger erzeugen Hingabe, die du sammeln kannst. Aber um Hingabe zu sammeln, benötigst du einen Schrein. Na, was kostet denn so ein Schrein? Schrein. Ja, Gebäude platzieren. So, dann lass mal das Hähnchen mal kloppen und Poppy.
Hast du keinen Namen? Doch, jetzt habt ihr beide einen Namen über eurem Schädel. Das hilft mir ungemein. Das kann man in den Settings einstellen. Sehr schön. Gepriesen seist du. Deine Anhänger können dich jetzt anbieten. Wir haben hier einen neuen Anhänger. Beauftrage ihn damit, dich am Freien anzubeten. Sammle dann die Hingabe, wie seine Anhänger am Freien erfolgen, um eine göttliche Inspiration freizuhalten. Boah, die Stimme ist kompliziert. Ein Schweinchen, ist das süß. Her damit. Du betest für mich. Bitte, verschone mich, Piggy. Na gut. Annehmen? Hat keine Ahnung, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Deswegen tue ich es nicht. Anbeten. Göttliche Inspiration. Sammle Hingabe an deinem Schrein. Sobald du genug gesammelt hast, wirst du göttliche Inspiration freischalten. Je mehr Anhänger an deinem Schrein beten, desto schneller füllen sie ihn auf. Wenn der Schrein voll ist, hören sie auf zu beten, bis du ihn leerst. Na, dem werde ich einiges lernen. Sobald du die göttliche Inspiration eingesammelt hast, kannst du beim Schrein neue Gebäude für dein Kult freischalten. Sehr schön. Wie heißt du? Triangre. Klingt irgendwie französisch. Na, du wirst mich auf jeden Fall gut anbieten hier erstmal. Alle sind noch versorgt mit Essen, so wie es aussieht. Ich wollte doch den Bärenbusch und nicht den Stein. Ist egal. Ich glaube, dann wird sogar Zeit für einen neuen Kreuzzug. Oh, du hast Hunger, das ist aber nicht gut. Lass mich mal schauen, was ich zubereiten kann. Deftige Fleischbrühe plus 25% Chance, dass wertvolle Ressourcen hinterlassen werden. Oh, das will ich sehen. 15% Chance, dass ein Anhänger sofort Fäkalien hinterlässt. Vielleicht will ich es dann doch nicht machen. Einfache Mahlzeit aus Beeren. 15% Chance, dass ein Anhänger sofort Fäkalien hinterlässt. Oh je. Naja, kochen wir es trotzdem mal. Einmal, zweimal. Das ist ein schön leichtes Minigame. Wird schwieriger, je aufwendiger die Mahlzeiten sind natürlich. Essen fassen. Papa hat gekocht. Danach geht schön weiter mit dem Anbeten. So. Na, das Holz ist gehackt. Den Rest lass mal lieber die Anhänger machen. Die kennen sich damit mehr aus. So, ihr macht schön Holz. Ich glaube, das landet alles in der Truhe hier. Ja, wunderbar. Da liegt auch noch ein Stück Holz. Anhänger. Ja, ja, das stand hier dran. Willst du was von mir? Nö, gut. Oh, da liegt auch noch ein Stück Holz. Her damit. Und dann würde ich sagen, geht's nochmal. Achso, ich muss meine Devotion beim Schrein einsammeln. Na gut. Yay, göttliche Inspiration freigeschaltet. Was haben wir denn dann? Ein Tempel. Erbaue einen Tempel, um Predigten abzuhalten und Rituale durchzuführen. Freischalten. Ist das eine schöne Freischaltmechanik. So, den müssen wir dann bauen. Holz haben wir genug. Was haben wir hier rechts? Ackerparzelle. Und Schlafsäcke. Und eine Leichengrube. Na gut, werden wir wahrscheinlich alles brauchen. So. Ein Schrein, dafür fehlt Stein. Und zwar zwei Stück. Das kriege ich noch hin. So, schön draufhauen auf den Steinhaufen. Das war ein großer Steinhaufen. Wir versuchen es mit einem kleineren. Wir brauchen ja jetzt keinen Löwenanteil an Stein, sondern nur normalen. So. Ist das nicht schön, wie das hier läuft? Ah, das reicht schon, das reicht schon. Nicht zu viel arbeiten, dafür habe ich meine Anhänger. So, Tempel. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Ich habe das Spiel damals kurz nach Release durchgespielt und war bzw. bin ziemlich begeistert davon. Das liegt unter anderem an dem fantastischen Artstyle, der gefällt mir echt richtig gut, und den süßen bzw. auch ulkigen Anhängerformen, das gefällt mir auch relativ gut. Es ist zwar nicht unbedingt lang, also damals habe ich so 10 bis 12 Stunden ungefähr gebraucht, aber es hat mir zumindest durchgehend Spaß gemacht und das machen wenig Spiele. Man könnte aber auch anbringen, dass es etwas repetitiv ist, vor allem das Kämpfen, aber
Nichtsdestotrotz finde ich, dass es ein klasse Spiel ist. Ich fand es nicht repetitiv, ich fand es einfach nur klasse. Was haltet ihr vom Spiel? Schreibt es mir gern in die Kommentare und schreibt natürlich auch gern, welche Spiele ich denn als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.